Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusionen. Dieses Mal spielen wir die Mission Das Heilige Land von Ishtar, wofür wir mal wieder unsere drei weißen Drachen einsetzen werden. Vorher gibt es allerdings noch was zu tun. Wir haben ja beim letzten Mal Zoa erhalten und wir haben die letzte verfügbare Fusion für den rotäugigen blauen Drachen benutzt. Dementsprechend können wir jetzt endlich Metallmorph mal anwenden auf beide Monster. Damit verwandeln wir den rotäugigen schwarzen Drachen in den rotäugigen schwarzen Metalldrachen. Und wir verwandeln Zoa in Metall-Zoa, die gar nicht mal so schlechte Monster sind, aber auch entsprechend nicht mehr fusionieren können. Naja, für Zoa gab es sowieso keine Fusion. Ja, wie gesagt, Kaiba hat sein übliches drei weiße Drachenteam dabei. Ishizo hat wieder ihr vorheriges Geisterteam bekommen, das sie schon mal benutzt hat. Und Pegasus darf nur mit dem Menschenfresserkäfer teilnehmen. Irgendwer muss es ja tun, die Laufarbeit. Und Pegasus ist sowieso zum Laufen eingeteilt worden. Vom Spiel her kann ich nichts gegen machen. Tief im Inneren des Tempels von Ishtar befindet sich ein geheimer Raum. Dort ist dieser mysteriöse Gott zum ersten Mal aufgetaucht und hat dann angefangen, Besitz von meinem Bruder, dem großen Magier, zu ergreifen. Hier hat alles begonnen. Als Scotts Marionette hat Marek das Reich korrumpiert. Der Orden konnte ihn nicht aufhalten. Auch ihn trifft eine Schuld, Odion. Der Anführer der Ordensgarde fühlt sich ganz besonders verantwortlich. Er versucht schon seit einiger Zeit, die Sache auf eigene Faust zu bereinigen. Ich weiß nicht, wer das machen will. Siege, die Truppen von Kaiba besetzen Ishtar. Niederlagen, das Team von Kaiba wurde vernichtet. Oder Käpestadt fällt in feindliche Hände. Das wird schon nicht passieren. Also, Kaiba und Ishizo, macht euch auf den Weg nach Tor von Ishtar. Und Pegasus, du läufst alleine nach Heimatland. Die einzige neutrale Stadt dieser Karte, wie üblich. Wir sehen, dass wir genau die gleichen gegnerischen Marschälle haben, wie als wir Yugis Kampagne gespielt haben. Allerdings dieses Mal auf einem höheren Level. Dementsprechend kann die Elfengabe hier inzwischen die Gnade der Heilung, womit sie ihr Team heilen kann. Und die dunklen Hexen sowie Uran Kampfkönig haben immer noch ihre Kräfte der Natur dabei, womit sie ein potenziell ziemlich starkes Team sein könnten. Ja, Kaiba soll auf jeden Fall nicht als erster hier vorne in die Stadt, weil er dann nicht der vorderste Verteidiger wäre. Da die Teams hier allerdings jetzt nicht gerade schwach sind, werden wir auf jeden Fall Ishizos Team in der Hinterhand halten wollen. Sollte den weißen Drachen irgendwas passieren und sollten wir die Stellung aufgeben müssen. Wir können ja auch die Kräfte der Natur unserer Gegner für Ishizo nutzen. Und das Tor von Ishtar wurde befreit. Wir haben 300 Gold erhalten. Jetzt muss Kaiba nur noch auch noch in das Fort reingehen. Pegasus läuft ja so einsam und alleine da hinten im Hintergrund entlang. Und dann warten wir nur noch langsam darauf, dass die gegnerischen Marschälle ihren Weg bis zu unserem Fort hinter sich gelegt haben. Ich wünsche, die würden ein kleines bisschen schneller laufen. Aber was soll's, kann man nichts machen. Solange können wir die wunderschöne, idyllische Umgebung hier bewundern. Ach ja, manchmal wünschte ich mir wirklich, man hätte sich ein bisschen mehr Mühe mit der Dekoration der Karten gegeben. Hat man aber nicht, also auf in den ersten Kampf. Kaiba gegen Soldier mit Hane Hane, einem unglaublich gefährlichen Geistmonster. Natürlich der Königin des Herbstlaubes und der Elfengabe, die heilen kann. Gemeine Sache. Ja, inzwischen hat die Königin des Herbstlaubes per kühle Winde auch die Fähigkeit erhalten, unsere Monster beim Angreifen zu verwirren. Keine nette Sache, muss man sagen. Da können wir auch schon fast Wut des Drachen einsetzen, haben wir den gleichen Effekt. Aber dann wären auch unsere anderen Drachen verwirrt und wir könnten nicht mehr zwischendurch heilen, was ein extremes Problem für uns momentan darstellen würde. Ja, zerstörerischer Feuersturm, sogar mit kritischem Treffer drauf. Wir wollen auf jeden Fall die Gegner nicht auf zu niedrige HP bringen, während Elfengabe noch heilen kann. Okay, jetzt haben wir keine andere Wahl mehr, als sie umzunieten. Puh, Glück hat, das hat funktioniert. Ansonsten hätte sie nämlich jetzt gleich ihre Heilfähigkeit eingesetzt. Ich habe beim ersten Angriff eigentlich erwartet, dass sie nicht ganz so viel Schaden nehmen würde. Ja, und wir brauchen hier dringend mal eine rote Medizin. Unser Drache hat schon wieder viel zu viel eingesteckt. Und dann wird es Zeit für eine Polymerisation. Wir haben hier eine Statusverteidigung, von daher werden wir nicht verwirrt werden bei den Angriffen. Dann brauchen wir nur ein paar ultimative Feuerstoßattacken. Dann haben wir diesen Kampf hier schon endgültig für uns entschieden. Die letzten kühlen Winde vermute ich. Ah, nein, ne. Sie könnte nochmal dazu kommen, ja, weil wir nicht genügend Schaden machen mit dem ultimativen Feuersturm. Jetzt aber der letzte Angriff und BAMS, erledigt. Wir haben den ersten Kampf schon mal geschafft und kriegen wieder einige Level auf den weißen Drachen. Jetzt nochmal der gleiche Kampf. Irgendwann wird uns allerdings die Medizin dabei ausgehen. Kaiba gegen den nächsten Soldier. Könnte wirklich gefährlich werden, die Geistmonster-Teams gegen ihn antreten zu lassen. Na gut, hier haben wir auch Geistmonster. Hackangriff, aber halt die Geistmonster-Teams
Teams, die auch tatsächlich Kraft der Natur dabei haben. Der mittlere Drache ist verwirrt, das finde ich gar nicht so schön. Schauen wir erstmal wieder, ob wir die gleiche Strategie wie gerade eben nochmal hinkriegen und einfach die Elfengarbe innerhalb von 3 Angriffen vernichten, ohne dass sie heilen kann. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Nochmal kühle Winde, ja, da haben wir wieder einen Verwirrten. Die andere Verwirrung ist inzwischen zum Glück wieder gebrochen worden. Achtung, funktioniert's? Ja, sieht gut aus, hat's getroffen, wunderbar. Elfengarbe wurde vernichtet und sie konnte nicht heilen. Dann machen wir weiter unsere zerstörerischen Feuerströme drauf und Polymerisation, genauso wie beim letzten Mal. Ich hoffe mal, unsere Aktionspunkte werden dafür ausreichen, sollten sie allerdings eigentlich. Ich glaub's ja nicht, der verteidigt sich, egal. Bams! Ultimativer Feuerstoß. Ach, jetzt wird's aber langsam gefährlich, jetzt können wir es nicht nochmal machen. Wir sehen auch, dass unsere automatische Superverjüngung gerade ausgelaufen ist. Wir blinken nicht mehr so lustig, man sieht tatsächlich mal das eigentliche Modell von dem Drachen, nicht nur in dieser blinkenden Version. Und wir haben gewonnen. Dann holen wir Kalber mal hier vorne raus, damit es nicht zu riskant für uns wird. Und lassen ihn schon mal losreisen, um gleich gegen Odion zu kämpfen. Und hier findet der spannende Showdown statt. Geistmonster gegen Geistmonster. Valhalla-Pfeil drauf, Zorn des Orion drauf. Hoffentlich werden wir von unseren Gegnern gleich ein bisschen gestärkt werden. Das fände ich ganz nett. Aber jetzt gerade in diesem Kampf, wo wir auch Geistmonster haben, scheinen sie es mal nicht machen zu wollen. Unfreundlich, sie haben sich alarmbereit gemacht. Dann werden wir wohl erstmal die böse Hexe dort rechts attackieren, bevor wir den gegnerischen Orion zerstören. Ah, Kraft der Natur. Alle Monster kriegen Stärkung und Aktionspunkte auf dem gesamten Kampffeld. Das sieht man auch nicht häufig, dass absolut alle gestärkt werden. Und weiter geht's mit einem weiteren Zorn des Orion. Das war's mit der Hexe. Noch eine Kraft der Natur, meine Güte. Jetzt wird die Hexe da links aber schon gefährlich stark. Ja, dann kühle Winde drauf. Wir haben aber ordentlich Aktionspunkte gesammelt und mit kritischem Treffer verhindern wir noch Angriffe der dunklen Hexe links. Sehr gut, ein sehr schöner Sieg, ohne großartig Verluste bei uns einstecken zu müssen. Weiter geht's, Kalber. Du gehst näher in Richtung von Odions Schloss und wir führen hier vorne den letzten Kampf mit Ishizu. Wieder mal gegen den nächsten Klonkrieger, der uns hoffentlich genauso gut stärken wird. Bitte kooperiert, das fände ich nett. Kühle Winde drauf. Dann haben wir Orion gleich schon wieder ordentlich geschwächt. Ja, er benutzt seinen Zorn des Orion. Was soll's, das können wir auch. Bams! Bleiben noch 325 HP und erledigt. Dieses Mal kam gar keine Kraft der Natur raus, bevor das erste gegnerische Monster gefallen ist. Noch eine Spannung von Midgard und noch eine. Naja, vielleicht benutzen wir in diesem Kampf einfach wirklich gar keine. Oh doch, da kommt die erste Kraft der Natur, die endlich unser Team ein bisschen stärker macht. Wurde ja auch Zeit. Danke für die späte Kooperation, Team. Dunkle Winde, kühle Winde drauf und weil Valhalla-Pfeil, das war's für die erste dunkle Hexe. Kühle Winde auf die andere und der Zorn des Orion. Noch 2 Angriffe, dann haben wir es geschafft. Es wäre wahrscheinlich vielleicht sogar nur noch einer gewesen, hätten wir noch eine Kraft der Natur bekommen. Zorn des Orion gewonnen. Sieg! Ishizus Monster haben einen weiteren Level erhalten. Wir haben auch unsere Aktionspunkte mal wieder verbessert. Und jetzt können wir Kalber endlich direkt auf das Schloss schicken. Ja, Heimatland wurde inzwischen auch befreit. Das ist sehr gut. Wir können auf dem Weg zu Odion auch noch ein bisschen Medizin benutzen. Und dann dürfen wir gleich nach langer, langer Zeit endlich mal wieder dieses wunderschöne Kirchenbild bewundern. Diese wunderschöne Arena, die ja Odion alleine vorbehalten ist. Und sonst nur an ganz wenigen Stellen in diesem Spiel tatsächlich Verwendung findet. Was gibt's in dem Laden? Immer noch die Schale des Schocks, blaue Medizin und Goblins geheime Medizin. Kaufen wir einfach noch ein bisschen mehr Schalen des Schocks, was soll's. Wo wir gerade mal hier sind, ne? Gibt zwar keinen wirklichen Grund zu, aber hey, wir haben 42.000 Goldstücke. Was soll man sonst mit dem Geld anstellen, wenn wir nicht einfach sinnlos irgendwelche Items in unser Inventar reinstopfen? Kalber hat immer noch ein ganzes Stück Laufweg hinter sich zu legen. Dann prüfen wir einfach nochmal Odions Team. Serkat hat die Rüstungsfähigkeit, Verkörperung des Apophis, 2x Schlossexperte und beide Male rote Medizin. Oh nein, was sollen wir nur tun? Da müssen wir irgendwas gegen die rote Medizin machen. Wir könnten natürlich Obelisk benutzen, dann würde das Ganze überhaupt kein Problem darstellen. Allerdings würden wir dann den wunderschönen Hintergrund vernichten. Nein, das könnte ich nicht tun. Mein Meister mag nicht mehr unter uns weilen, aber ich werde es nicht zulassen, dass jemand diesen heiligen Boden entweiht. Kalber gegen Odion. Hey, das letzte Mal war es Yugi gegen Odion.
Genießt diesen wunderschönen Hintergrund. Ich weiß wirklich nicht, warum der nicht häufiger Verwendung in dem Spiel findet. Wir kriegen noch einen aufgegebenen Esser ab, nicht so schlimm. Tja, dann machen wir mal unsere zerstörerischen Feuerströme und rufen Obelisk den Peiniger. Es hilft ja alles nichts. Kriegt er auch mal wieder ein bisschen Einsatzzeit. Da werden unsere Gegner auch nicht sonderlich viel gegen machen können. Selbst wenn sie kritische Treffer landen und ihre Wächterklingen einsetzen oder aufgegebene Esser nutzen. Wir warten mal, bis sie alle ihre Aktionspunkte verschwendet haben. Das sollte nicht ganz so lange dauern, denn dann brauchen wir auch keine roten Medizinen zu ertragen. Also, Allhand Zermalma und Zerstörungsblitz. Das war's. Odeons Team wurde besiegt. Wir haben unseren Auto-Gewinn-Button gedrückt. Ishtar wurde befreit. 900 Gold erhalten. Ach, und auch hier kriegen wir keinen Dialog mit Odeon oder Ishizu zusammen. Naja, dann nicht. 524 Gold erhalten, billige Mission und keine Objekte dazu. Die nächste Mission lautet Traumwelt. Na, wer hätte das nur erwartet? Kaiba und seine Marschälle durchsuchen den Tempel und rennen in Richtung des Geheimzimmers. Hier hat der Albtraum begonnen. Was werden Kaiba und seine Begleiter hier finden? Immerhin macht es ja Sinn, dass wir diesen Raum kennen, denn wir haben Ishizu dabei, die uns schon davon erzählt hat. Sie wusste offenbar davon. Sie scheint hier ja auch mehr oder weniger Priesterin gewesen zu sein an dem Tempel. Dass Yugi diesen Geheimraum kannte, machte dagegen eigentlich überhaupt keinen Sinn. Naja, wir speichern erstmal wieder an dieser Stelle und beim nächsten Mal geht's dann los in die Schaltkreise zurück. Bis dahin, see ya!